von den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist das Pferd von Verfassung zur Zensurung. Aber ich dachte, dass ich das nicht mehr habe. Aber man hat gesagt, er hat einen Glauben. Christian wieder unterwegs heute. Ja, servus, jawohl. Hallo, mein Lieber. Hi. Alles gut? Ja, muss, muss. Magst du ein paar Worte sagen? Ja, hast du Fragen oder? Ja, ich kann ein bisschen was. Gestern war ganz interessant, weil heute ist ja Christopher Street Day hier. Stimmt. Und da war gestern schon, wie nennt sich das, Pride March. Also ich kenne das nicht, aber das ist, ob das ein Ableger davon ist oder ob das heute auch so heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall war der am Brandenburger Tor und da bin ich dann halt auch mal durch, also nicht da durch, wollte da mal vorbeigehen, mir das Ganze von außen anschauen. Aber da ist ja nichts abgesperrt wie bei unseren Veranstaltungen, sondern du gehst dann quasi außen her und bist fast schon mittendrin, so mehr oder weniger. Ne? In so einer Parade so. Ja. Und dann bin ich halt mal durchgegangen, dann war halt interessant, weil ich war mit der Fahne natürlich wieder unterwegs. Ja? Und erzähl mal. Die Aggression von diesen Menschen, die doch eigentlich Toleranz und Respekt sich auf diese Fahne da schreiben, ja, die war halt schon sehr, sehr interessant, wie ich da angegangen wurde. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, mehrere Leute, die wirklich hochaggressiv auf mich da reagiert haben und mich auch angesprochen haben, dass ich hier falsch, mit der Fahne wäre ich total falsch hier und so, solche Dinge. Ne? Und ich sollte mich hier rausmachen, woanders hingehen. Und ganz am Ende war ganz interessant, da war eine Frau, die hat mich richtig angeschrien. Ne? Die hat gerufen, da ist eine Frechheit, dass du mit dieser Fahne hier durchgehst. Ne? Und dann habe ich die angeguckt und sag so, genau, da ist total respektlos und intolerant. Ne? Und dann bin ich weitergegangen, weil, naja, also man sieht, wie verdreht die Welt ist. Ne? Weil die rennen die ganze Zeit durch die Gegend und fordern Toleranz und Respekt und alles, ne? und Weltoffenheit. Und wenn die aber dann mal auf jemanden prallen, der vielleicht eventuell ein anderes Weltbild hat als ihr eigenes oder so, dann kommt eigentlich der Faschismus bei denen raus. Das ist total interessant. Genau. Das war die anderen vorwerfen. Ich bin selber mal mitgefahren als Kameramann, das war aber 2008, also das war eine elendlange Route, die ging irgendwie, das startete am Kudamm, genau, das startete am Kudamm und er zog sich dann, du weißt nicht, durch halb West-Berlin oder so. Ja. War das auch so ähnlich hier, so mit Parade? Ich kann das nicht genau sagen, also das waren, ist jetzt schwer einzuschätzen, die standen alle vor dem Brandenburger Tor, also Richtung Ostseite, ne? Und also nicht zu der Straße hin, sondern auf der anderen am Pariser Platz. Ach, hier, also da hinten. Also genau. Auf der Ostseite. Genau. Und da sind die dann, ja, ich will nicht lügen, ich will jetzt mal sagen 1000 oder so, vielleicht auch was mehr, aber ist jetzt vage getippt. Und die sind gerade, als ich da hinkam, haben die sich quasi in Gang gesetzt durch die, unter den Linden Richtung Friedrich da hinten in die Richtung. Also Richtung dem Denkmal. In die Ostrichtung. In die Ostrichtung, okay. Genau. Ja. Und dann, gut. Wo die dann noch weiter hermarschiert sind, kann ich nicht sagen, weil ich bin dann auch hier rüber dann. Okay. Also die sind dann los, haben wahrscheinlich Musik. Ja, genau. Und sich des Lebens gefreut. Richtig, ja. Und jeder, der nicht mit ins Bild passte, wurde sozusagen. Ja, was ja nur ich war im Endeffekt. Aggressiv attackiert, ja. Ja, das ja, war ja gestern, sagst du. Natürlich nicht alle, aber du hast wirklich so immer alle 50 Meter oder so war jemand, der mich dann da wirklich angegangen ist. Also total interessant. Aha, okay. Ja. Also ist im Prinzip, ja, das hat auch schon so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, was haben die für ein Ziel? Die haben jetzt auch das Ziel, was die Politiker quatschen, ne? So, die hätten gern ihre eine Weltfarbe, ne? Ja. Versuch es auch immer noch ein bisschen neutral zu machen, alles, aber ihre schwulen Lesbenfarben vielleicht, ne? Ja, alles, was so in die Agenda reinpasst, was ja auch Richtung Einheitsmensch irgendwann geht, ne? Und, ja, du merkst halt wirklich, dass sie auf alles, was noch irgendwie mit Identität zu tun hat, da sehen die rot.